immer ein abwechslungsreiches Programm. Die Gäste sind unterschiedliche Gäste da, von Senioren, Jugendlichen bis Ältere, die man zu verpflegen hat. Wir haben eben Abwechslung dadurch, dass wir regional und saisonal möglichst versuchen, das Essen zuzubereiten. Ja, einfach auch ist es einfach, dass das Team gut zusammenarbeitet und dass man auch mit Freude diese Arbeiten verrichtet, um den Gästen was Gutes zu tun. Also wir haben die Frühschicht, die in der normalen Küche, da haben wir zwei verschiedene Ämter, den ersten und den zweiten Herd. Der erste kümmert sich um das Hauptgericht und der zweite kümmert sich um die Vorspeise und die Nachspeise. Und dann fängt man hier um 7 Uhr an. Jeder hat dann halt seine Aufgaben und ja, die einen müssen das Buffet für die Gäste aufbauen, die anderen müssen ein Müsli vorbereiten. Das wird dann alles verteilt und dann ist Pause. Danach wird dann hier alles zusammengesucht, was wir so für den Anfang brauchen. Was aus dem Vorratskeller gebraucht wird, wird zusammengesucht. Und dann fangen wir an mit einer Kochbesprechung, damit jeder weiß, was er zu tun hat und wie das abläuft. Und ja, dann fangen wir auch an und dann ist erstmal ziemlich viel Stress. Das LBH finde ich sehr gut. Erstens finde ich, ist das Arbeitsklima sehr gut, hier versteht man sich mit allen, hier ist ein super Ambiente. Dann finde ich das Haus an sich ziemlich gut, weil es ist einfach schön gelegen, es hat einen schönen Garten, es hat schöne Räume und ja, ich finde es einfach nur sehr schön hier und auch, dass alles sich so gut verstehen und wo Hilfe gebraucht wird, da kriegt man sofort Hilfe und ja. Ja, eine Voraussetzung ist der Hauptschulabschluss. Danach muss man ein Jahr zur Berufsfachschule Hauswirtschaft gehen. Das wird wiederum angerechnet als erstes Ausbildungsjahr, wo die Grundtechniken und Grundkenntnisse vermittelt werden. Dann muss man, ja, man muss Spaß am Kochen haben, man muss gut Mathe können, man muss kreativ sein. Während der Ausbildung verdient man im zweiten Ausbildungsjahr 716 und im dritten Lehrjahr 768 Euro brutto. Arbeiten kann man danach bei zum Beispiel der Sozialstation, dass man den Haushalt von älteren Menschen versorgt, dass man wie hier in der Großküche arbeitet, dass man im Catering arbeitet, eventuell im Hotel an der Rezeption. Da gibt es also verschiedene Sachen, wo man später arbeiten könnte, was einem am meisten liegt.